Yes? Can you take a picture? Of course. Noch schlimmer als wir beim Sex, oder? Als wir beim was? Als wir beim Sex. Na, das nicht. So, Leute, auf geht's zum Dan. Mal wieder mit einer markanten Verspätung, würde man behaupten. Ich hätte eigentlich um 8 Uhr, also wir haben es um 8 Uhr ausgemacht gehabt. Und jetzt ist es 10. Aber ja, jetzt willst du es machen. Klar, mit dir auch. Ja. Habe ich mal wieder eine markante Verspätung eingelegt, hä? So Leute, auf geht's. Ich bin mit Dan schon im Auto. Wir fahren jetzt wohin? Mal in den ersten Bezirk. Das ist Stadtpark, Oper oder so. Kann man sich da mal hin, ein paar Instagram-Bilder schießen und dann anschließend werden wir dann den Podcast aufnehmen. Da haben wir gleich mal die Bob Marley. Man kennt ihn. Okay. Nice. Das heißt, wir sehen sich dann irgendwann wieder, wenn wir in Wien sind. So Leute, wir sind in Wien angekommen. Heldenplatz, oder? Yes. Heldenplatz. Ich gebe euch nochmal kurz eine Location-Aussicht. Richtig nice. Wir werden sich jetzt irgendeinen Spot suchen und werden dann dort ein paar nice Picks schießen. Genau, dann nehme ich euch noch mit dabei und ja, bis gleich. Köstlich. Ja, Daniel, oder? Was sagst du dazu? Wenn wir jetzt wieder heimfahren, die Fernbedienung holen? Super geil, gell? Aber ja, was man nicht in den Kopf hat, das hat man in die Füße. Oder im Tank. Vor allem bei den Spritpreisen. Ja, tipptopp. Schmeckt, oder? Gut für die Umwelt, gut fürs Börser. Gut fürs Börser. Tipptopp, hätte ich gesagt. Oh no. Naja. Was willst du machen? Gibt's Schlimmeres, oder? Gibt's Schlimmeres. Ja, das schon. Das heißt, auf geht's wieder zum Daniel. Daniel, krasses Beintraining, ja? Stimmt. Ja. Alles wegen der Fernbedienung. Sehr gut. Ja. Fernbedienung. Wo bist du? Wo ist das Prachtstück? Nein. Tut weh, oder? Ja. Und dann? Na dann macht man sich wieder auf den Weg. Versuch Nummer 2, oder? Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Meine Haare schauen mal wieder bastelt aus. Shit. Dann gehen wir es wieder an. Jetzt macht es ja noch 18.
Passt halt. Ich stelle auf den unfairen Parkplatz mit urkleinem Auto. Bist du ein Typ? Schau, da ist doch nichts. Ich will dich hassen, Ralf. Ja, wirklich. Da muss ich erstmal meine Coolness aufsetzen. Also, geh einfach hin. Geh einfach hin. Dann setz dich neben und film so. Okay, warte mal, ich mach das. Ich mach Fotos davon. Ja. Ente. So, so, so. Die Mädels da, wie sie die Ente nachjagen. Was man hat, hat man, ne? In der Kamera, auf der Cam. That's true. Hier haben wir auch schon mal Bilder gemacht, gell? Ja, war ich damit auch mal. War schon ein paar Mal. Auch schon ein, zwei Shootings da gemacht. Ich kann mich nur noch erinnern. Ich zeige euch das jetzt nochmal gleich. Daniel ist da irgendwo, hier in der Ecke, ist er auf dem Klander gestanden und ich hatte richtig Panik. Und der Typ, er scheißt sich einfach gar nichts. Dem ist das richtig egal. Ja, das Fotograf muss doch manchmal auf unzugängliche Orte, dass das Foto ja. Kriegst. Also ich zeig das denen dann nochmal. Dort ist er gestanden. Da oben warst du, gell? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Da oben war der Daniel. Hier ist er gestanden. Da ist er. Passiert, ha? Würdest du schon behaupten, dass du so ein Wildlife-Kamera-Typ bist? Wie meinst du? Na, dass du dich auch siehst, zum Beispiel mal im Dschungel oder so? Ach so, nein, das kann ich nicht. Ja, wäre schon krass. Im Stadtdschungel. Im Stadtdschungel. Urban Jungle. Ich würde sagen, lass auf jeden Fall Daumen nach oben da, wenn der Daniel mal in einen Dschungel gehen soll und ein bisschen mal Affen fotografieren soll. Ich meine, das macht er ja eh schon, wenn ich dabei bin. Ja, das auch, aber ich hab gesagt, bei 10.000 Likes auf dem Vlog gehe ich in den Dschungel. Habt gehört, dann geht er in den Dschungel. Oh shit, Alter. Bis gleich. Ich bin Harald bis vor. Geil. Kannst du gleich sagen. Wahnsinnig gut. Und deine? Alter, mein Nacken bringt die Sonne rein. Kragen aufstellen. Du bist damals so braun wie ich werde. Schon ordentliche Bräune bekommen, oder? Merkt man's? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bestelle mir noch einen Tee, oder? Der Typ ist ja schon voll am Schwitzen, der schlüpft dich super an. Warte, schau. Zeig mal. So, willst du noch was? Nein. Okay. Schieß leider. Da schwitzt man deinen ab. Noch schlimmer als wir beim Sex, oder? Als wir beim was? Als wir beim Sex. Nein, das nicht. Bis gleich. Okay, schaut ein bisschen nice aus. Yeah, give me a smile! But we could take a picture with our camera and I could send you the final edition. Seriously? Yes, sure. I'm a hobby photographer on Instagram also, so you can look at my page for sure. That picture is great. Nice, yeah. Here exactly in front of the camera.
Schauen wir mal. Es schaut nicht so schlecht aus. Der Schatten wirft, oder? Ja. Ich muss ein bisschen links rauf schauen. If you look a little bit in this direction, so the sunlight doesn't make that shadow an ugly shadow in your face. In this corner? A little bit in this direction, both of you. No, not so. Turn. The other side. Yeah, turn around and just look at the sun side. Perfect. Yes. Oh no way. Mach gleich deine Cam kaputt. Oh, wirklich? Und sie ist noch alles? Jetzt müssen wir den Daniel nochmal in Action. Jetzt mal. Und so das an. Läuft. Perfekt. Schmeckt. Finish. So Leute, Dalin hat noch zwei Girls abfotografiert. Was sagst du dazu? Ja, war nice. War nice, oder? Ein paar hübsche Fotos. Mhm. Ein bisschen bearbeiten, werde ich ihn dann schicken, habe ich gesagt. Ja. Nice. Werden ihre Freunde damit haben, glaube ich. Mhm. Na, auf jeden Fall. Ja, und so leicht kommt man irgendwie ins Gespräch. Ich finde das immer ziemlich interessant. Vor allem, das waren zwei Touristinnen. Von wo kamen die her? Riga. Riga. Wo liegt denn Riga? Hauptstadt von, boah scheiße, irgendwo im Baltikum, einer von den drei Ländern. Ich bin mir jetzt ganz unsicher, ich habe keine Ahnung. Ja, egal. Aber ihr könnt es nachgoogeln. Estland, Lettland, Litauen. Irgendwo. Eine Woche sind sie hier, gell, haben sie gesagt. Ja. Na, war auf jeden Fall aufregend, wir haben unseren Spaß gehabt und ja. Oh, da hat's eine Hitze im Auto, Alter. Genau auf der Straße. Wo geht der? Krass. So, auf geht's. Wir fahren jetzt in den zum Bahnhof. Um 17.25 Uhr muss dort sein, gell? Sollte der Zug gehen, ja, das ist in 5 Minuten. Ja, schauen wir uns, wie es ausgeht. Aus. So. Let's go, ne? Auf zum Bahnhof. Wie liegen wir in der Zeit? Gut, jetzt ist eh grün. Der Taxi fährt ein bisschen schneller, aber hey, nur für dich. Aber es passt schon, solange der Preis nicht steigt. Und für dich geht es jetzt noch hin zum Essen, oder? Genau, mit ein paar Kollegas und ein paar Kumpel. Wo zum Ebi? Zum Ebi. Zum Ebi? Am ja. 21. oder? Nein, 7. Marienhofstraße. Okay. Der kleinere, ohne die Roboter. Genau, ja. Im letzten Vlog sieht man dann eh von mir, wo ich da beim Ebi war, am 21. Roboter bedienen hab lassen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, so werde ich den da irgendwo in der Infocard verlinken. Kann sich den auf jeden Fall an. War ein Erlebnis, muss ich sagen. Da oben soll es sein, oder? Oder da oben? Ah, die Infocard irgendwo. Ich glaube, rechts oder links. Irgendwo, ich weiß auch nicht, da oder da. Aber warst du schon im 21. eigentlich beim Ebi? Ja, schon ein paar Mal. Ach, als die Roboter jetzt schon da sind, oder? Nein, das nicht. Das nicht? Aber der Asien kann auch gerade auch so ein Roboter. Echt? Aber wieso die Chinesen? Das ist ein gut läuft. Ja, die haben das D wahrscheinlich Rabatt bei der Bestellung. Hat er nicht gesagt. Du Hund. Oh, shit. Rabattcode. Chinese 10. Was sagt die Zeit? 23, das geht sich aus. Perfekt. Jo Leute, ich bin jetzt noch ein bisschen am Video schneiden. Ja, Messi Room am Start, man kennt's. Die Kleidung, wenn man schlafen geht, auf den Stuhl. Und wenn man sich auf den Stuhl setzt, die Kleidung aufs Bett. Klassiker. Ja, ich werde jetzt noch das Video fertig schneiden und dann geht's ab, meinen wohlverdienten Döner essen.
So, jetzt wird mich auch gleich mein Onkel abholen. Wir werden ins Restaurant fahren, zum Talas, werden sich da ein bisschen verköstlichen lassen und anschließend geht's dann auf aufs Training. Let's get up, bro! Alles gut? Sieh über dir. Alles gut, alles gut. Super. Beste Essen in Town. Meine Kostprobe vom Weg hier. Sind Sie voll damit? Der wird sich freuen, ja. Richtig. Schaut alles vorbei zum Weg hier. Talas in Kuhneuburg. Sympathische Doppelte von Ihnen. Köstlich. Was ist hier mehr? Ja, beim Talas haben wir sich auf jeden Fall gut gehen lassen. Danke nochmal an Bekir für den Burger. Schaut auf jeden Fall beim Bekir vorbei. Ich werde das irgendwo verlinken. Talas ist in Kuhneuburg neben der Jet-Tankstelle. Jetzt geht's auf aufs Training. Servus, Bruder. Alles geht's gut? Ja, klar, alles gut mit dir auch. Oh.
Training ist vorbei, ich bin fix und fertig und ich würde sagen, wir sehen sich dann gleich wieder. So Leute, ab geht's nach Hause. Ich bin fix und fertig, wie schon erwähnt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause. Jo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ich besser machen kann. Und unten in der Videobeschreibung ist dann auch ebenso auf mein Instagram, TikTok, alles mögliche verlinkt. Folgt mir dort überall, um ja nichts mehr zu verpassen. Dann wünsche ich euch alles, alles Gute. Stay tuned.